Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich guck mal gerade, ob alles läuft. Das war jetzt recht ruppig von mir, das Aufnehmen. Also normalerweise habe ich so ein bisschen Vorbereitungszeit und so ein bisschen zu gucken. Jetzt habe ich mal eben alles direkt zusammen gemacht. Irgendwie, ja, läuft ja. Ja, ihr hört, es ist morgen. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Ich habe hier die Nacht nochmal so ein paar Sachen wegsortiert und die Dinge hier angestellt. Fünf Minuten sollte reichen. Und ein bisschen mehr, ne? Müsste gehen. Genau. Ein paar Bullet Casings haben wir noch rausgezogen und ein bisschen Zement. Wobei, Zement würde ich ganz gerne noch ein bisschen mehr rausziehen hier gerade. Ja, okay, geht gerade nicht mehr so viel, aber, ne? Kleinvieh macht ja auch Mist. Ja, das reicht nicht. Jo, meine Stimme ist mal wieder weg. Man hört's. Aber es ist ja meistens so nach der Arbeit. So, ich habe noch 2000 Gunpowder und ich habe hier noch Munitionsherstellung. Stell mir halt nochmal ein paar von den guten Schuss her. Dann habe ich 400, fast 500 Schuss. Ich habe sogar noch einen Rocket Launcher hier rumliegen, ey. Ich krieg die Krise. Nur meine AK ist im Arsch. Also ich muss die AK irgendwie, wobei zur Not repariere ich die halt mit dem Repair Kit, wenn es nicht anders geht. Bis zur nächsten Horde. Aber ich muss die irgendwie reparieren, ey. Irgendwie muss ich das machen. 59 Stahlpfeile, das sollte eigentlich für die nächste Runde noch reichen. Ah, ich stell ja auch noch her. Ja, ich stelle ja auch noch her. Okay. Knapp 3000 Gunpowder Munition dafür haben wir. Ja, läuft. Ich würde sagen, das reicht. Wieso? Ich kann da nichts mehr drauf tun. Komisch. Keine Ahnung, was das jetzt war. Okay. So, kurz was trinken. Ich wollte was testen, beziehungsweise was machen. Und dazu brauche ich erstmal einen Hammer, Concrete Mix, und dann brauche ich diese, die Dinger hier. Okay. Habe ich schon ein Wire-Tool? Ich müsste schon irgendwo eins haben, dann brauche ich, kann ich mir das sparen. Ich müsste ein Wire-Tool haben. Aber erstmal muss ich mal gucken, habe ich hier noch genügend Punkte? Ah, ich habe 71, perfekt. So. Wo finde ich denn Fence Post? Das sind, okay. Hätte ich mir fast so gedacht. Irgendwo. 5 Punkte investieren. Ja, und die Blade Trap halt, ne? Die kostet mich dann 10 Punkte. Aber die Blade Trap will ich eigentlich gar nicht. Die brauche ich explizit gar nicht. Das kann ich mir so erstmal sparen. Ich brauche aber auf jeden Fall hier die Fence Post, brauche ich auf jeden Fall. Und die Wire Post, weiß ich jetzt nicht, ob ich die brauche. Kann ich zur Not immer noch lernen. Timer Relay, Schalter. Nee, ja, doch, Motion Sensor brauchen wir. Shit, um hier die Dinge herzustellen, brauche ich ja Motion Sensoren. Das heißt, 18 Punkte habe ich da jetzt rein. Ja, gut, bleibt da nicht ganz übrig. Achso, ich hatte schon den ersten. Den hier? Den hatte ich schon? Ernsthaft? Okay. Gut.
So, jetzt brauche ich Parts und Forged Iron. Ist nicht viel, was wir da haben. Aber soll reichen. Für einen Generator. Warte mal. Ich bin gerade etwas verwirrt. Da ist ein Wire Tool. Generatorbank. Händler, genau, richtig. So war das. Händler, Generatorbank. Genau. Da läuft das durch. Und da läuft das durch. Wo hatte ich mir Forge Iron jetzt hingepackt? Wenn überhaupt auch hier rein, oder? Da rein, ne? Ja. Okay, das heißt für mich, ich habe kein Forge Iron mehr. 400. Soll mir erstmal reichen. Ja, danke. Ich würde das kurz aufteilen. Ich müsste oben noch was haben. Ich will es oben holen. Nee, das kann doch nicht sein. So, und dann muss ich mal überlegen, wo möchte ich das überhaupt hinhaben? Weil ich möchte, ganz kurze Info für euch, ich möchte über die Straße einen Draht spannen. Und, ich vermute sicherheitshalber das auch. Hier ist noch ein bisschen Forged Iron drin. Das erste, was ich jetzt mache, ist, es geht mir gerade am Sack. Zwei Leitern. Dass ich immer hier mittig runter muss, ne? Geht mir so am Sack. Runter, sag ich schon, rauf muss. So, jetzt haben wir alles. Okay. So, jetzt kann ich hier überall rauf. Passt. Mein Minibike stand da unten. Genau. So. Das kommt jetzt mit. So, und hier unten müssen wir auch nochmal hin. Einmal etwas mehr aufwerten hier. Und danach könnte ich ja eigentlich diese Reihe mit den Woodframes auch wieder abnehmen, aber ich lasse sie erstmal hängen. Na, da ist auch noch einer. Na. Soll er kommen? Wenn er kommt, rennt er in die Spikes, dann ist er tot. So, was ist das? Boah. Dieses Nah hier dran vorbeilaufen, das ist ganz schlimm gerade. Der ist auch noch nicht aufgewertet. Gut. So, dann ist der Turm nämlich erstmal, was Konkret und so angeht, fertig. Dann muss ich hier nichts mehr machen. Muss mich hier auch nicht mehr darauf konzentrieren. Dann ist das Thema jetzt erledigt. Hängt der da vorne mit dran? Ja. Hängt er. Ja, ja. Geh mich am Sack. Ist okay. Hab ich verstanden. So, wenn ich das jetzt hier wegnehme, ne? Knall ich ja voll runter. Ich dusse. Aber es geht doch. Okay. Ah, oh, nicht getroffen. Ernsthaft jetzt? Den will ich aber jetzt weg haben hier. Ja. So kann man sich auch, ja, ne? Beschäftigen und in Sand schlagen. Das ist. Oh. So ein bisschen reparieren hier die Spikes, zumindest die ich jetzt hier gerade machen kann. Ah, hier. Da ist auch noch was. So. Ah, danke Lu für die Info. Fällt nämlich jetzt gerade ein. Lu sagte nämlich so, dass da noch einer unaufgewertet ist im unteren Bereich. Da hat er vollkommen recht gehabt. So, jetzt überlege ich mal, wo will ich das hinhaben?
Ja, wir haben hier die lange Gerade, ne? Die laufen ja eigentlich voll aus. Das heißt, ich könnte ein paar Woodframes gebrauchen. Ups. Oder so. Wenn wir hier hingehen. Jo. Hier so zwischen. Wobei da ist eine Senke, ne? Ist natürlich auch wieder doof. Ah doch, das geht. Wenn ich hier hingehe und sage, ich setze hier eine Seite, quasi einen Generator. Wird nicht reichen, ne? So, jetzt ist die Frage. Die Dinger sind wie hoch? Zwei hoch oder ein hoch? Das ist immer so die Frage, die ich mir stelle. Ich würde die ganz gerne nicht auf der Originalhöhe belassen. Das heißt, also auf. Ich will hier. Ne. Ich zeig's euch. Das Forged Iron müsste hier unten durchgelaufen sein. Ich zeig euch das. Vielleicht sollte ich mir auch direkt noch einen neuen Lampclaim-Block herstellen. Das würde vielleicht Sinn machen. Weil ich denke mir, dass ich da oben gleich noch ein bisschen was abbauen muss. Dazu brauchen wir auch wieder Forge Iron. Und runter. Und hopp. Also, wie gesagt, ich will die Horde da irgendwie ein bisschen verlangsamen. Die nächste. Das geht, indem ich das etwas tiefer setze. So, auf der Höhe. Ne? Nicht auf der, sondern auf der. Das heißt, vermutlich einen eingraben oder so. Und dann so diese kleinen schrägen Sätze. Dass ich so eine leichte Schräge habe, wenn ich rückwärts laufen sollte und laufe höher, dass ich dann merke, oh, Moment, Vorsicht, da kommt gleich was. Dass ich da nicht reinlaufe. Ich will das zusätzlich auch nochmal mit Fackeln ausleuchten. Das heißt, ab da, wo ich die Schrägen setze, will ich irgendwie Fackeln an den Rändern setzen. Dass ich dann zumindest noch sehe, Vorsicht, hier könnte gleich. Ne? Und so, ihr versteht, was ich meine. Vorsicht, habe ich gesagt. Ja, das ist doch mal was. Damit können wir was anfangen hier. Habe ich denn noch irgendwie irgendwas, was eisentechnisch da rein könnte? Gerade? Ne, aber ein bisschen Clay haben wir hier. Dann können wir da Clay reinpacken. Dann machen wir das so. Dann ist die Zeit nicht komplett umsonst hier. Und sonst noch irgendwas, wo Clay rein müsste? Ja, hier könnte auch ein bisschen Clay rein. Kommen wir mal 10 Minuten an hier, das Ding. Und hier hinten. Da brauche ich den Clay ja nur fürs Glas. Und das Glas brauche ich gerade nicht. Also, danke. Und das wieder hier rein. Fertig ist. So. Concrete brauche ich auch wieder gleich. Da lag noch Concrete. Da lag noch Concrete Mix drin. Ich habe es kurz überlegt, wo habe ich den Concrete Mix gelassen, aber der ist doch da. So, okay. Ich brauche hier eigentlich nur einen. Das ist also relativ überschaubar. Ich crafte aber sicherheitshalber trotzdem mal zwei. Einen Landclaim Block kostet mich 100. Fortstamm. Ne, doch 100. Wow. Das ist schon heftig, ne? Kann ich in der Tasche craften? Nein, muss ich an der Werkbank gehen. Der Kurs dauert 8 Minuten. Oh, echt jetzt? Euer Ernst? Eine Generatorbank. Mechanical Parts, Electrical Parts und Components. Okay. Hier ist doch. Oh! Da haben wir aber verdammt wenig von, ne? Ich sollte mal ein bisschen mehr abbauen gehen. Ups. So, wir machen uns einen Generator. Dann machen wir uns den Landclaim-Block. Ja, drauf geschissen. Das ist echt wenig, ey.
Ich muss hiervon ein paar mehr holen. Da muss ich nochmal losführen. Anders geht's nicht. Ja. Anders geht's nicht. Ja, da ich die ja nicht die switche und die. Ja, dann muss man alles an der Werkbank machen. Ey, der Moment, wo ich es hasse. Generatorbank. Drei, vier kleine Motoren reichen, oder? Was meint ihr? Ach, da reicht ein Motor. Eigentlich. Den kleinsten Motor packe ich da rein, den ich habe. Der reicht. Für den einen. Für die zwei Fence-Posts, ja. Das ist vollkommen ausreichend. So, jetzt, ich will mal eben. Nee, Moment. Quicker Crafting. Zehn Prozent. Kostet mir nur mal 4 Punkte. Komm mal 20%. Und jetzt hier bekommen. Einen kleinen Block. Ja, ist schon besser. 6 Minuten, ein paar kleine. Ist ja auch nicht das Optimum, aber ist okay. Autoteile. Ich nehme sicherheitshalber mal 2 Motoren mit. Motoren mit. So, und einmal Sprit. Das sollte reichen. Klar. Ich habe auch noch die. wo ist sie? Da ist sie. Die Batterie Bank. Habe ich auch noch. Wobei ich einen Switch würde ich auch noch mal eben machen wollen. Der kostet mich. Ja, wir können ein davon, ne? Und zwei davon, ne? Glaube ich. Switch. Ich breche das hier jetzt auch nicht ab. Nur ein? Achso, eins, eins und zwei da oben, okay. Ja, die Forge ist dann mal aus. Die ist dann auch gleich mal aus. Und da schmilzt noch alles ein. Gut. Die Munition brauche ich jetzt nicht, ne? Die kann ich durchaus mal hier lassen. Ja, fast 500 Schuss. Komm. Das reicht. So, von oben brauche ich den Concrete Mix noch. Den nehme ich von hier jetzt aber auch nochmal mit. Da ich das Ganze hier aus Concrete machen möchte. Ja gut, doch muss ich mit den nassen Concrete-Blöcken arbeiten. Hä? So, ist nur die Frage, welche nehme ich da? Das sind ja die Rampen, die sind mir zu steil. Und das hier sind die kleinen Tipps, diese kleinen Rampen. Die würde ich nehmen wollen. Weil die, mit denen gehen die ja über zwei Ebenen, also über zwei Blöcke. Muss ich gucken, wie ich das mache. Muss ich gucken, wie ich das mache. Ja gut, die kann ich auch im Inventar craften. Das machen wir oben. Ich könnte jetzt aus Reavers machen, aber ich glaube, ich habe keine Reavers da, ne? Oder habe ich hier Reavers drin? Nee. Sieht nicht danach aus. Nee, ich habe keine Reavers hier. Ne? Wann habe ich das denn? Ich habe das nur reingemüllt, ne? Ich habe es noch nicht sortiert. Oh Mann. Keine Angst, das ist keine Sortieraktion. Ist nur eine kleine Sortieraktion. Eigentlich von dem, wo ich weiß, wo es hinkommt. Hab dann aber gerade festgestellt, ja, nee. Ist nicht. Weil ich dann doch nicht weiß, wo es hinkommt. Essen da rein. Alkohol war hier unten, ne? Genau. Und das noch. Nein. Ja, wobei eigentlich ist es ja da richtig. Aber ich habe das Papier ja da reingepackt. Und Duct Tape war hier hinten.
Solange das Ding an ist, können wir es auch noch mal eben hier den letzten Rotz da rausziehen. Die Ho kann zum Beispiel weg und der Knüppler kann auch weg. Komm. Dauert jetzt auch erstmal ein bisschen was, bis das wieder weg ist. Passt schon so. Okay. Ja, da kann man doch noch ein bisschen was raus. Gut. Ab nach oben. Weiter geht's. Überlegen, wie wir es bauen. Na, komm schon. Erstmal muss ich gucken, wie breit die Straße ist. Anhand der Breite der Straße muss ich dann Concrete-Blöcke herstellen. Brauchen wir noch Spikes? Ne, brauche ich eigentlich nicht, ne? Ich habe kurz überlegt, ob ich oben Iron Bars hinsetze. Das macht keinen Sinn, da kann ich genauso gut. Nein, nein, das macht keinen Sinn. Irgendwas drin. Nein. Ach, die Schaufel habe ich unten gelassen. Gut, dann machen wir es erstmal ohne Schaufel. Ist ja erstmal gucken. So, wenn ich ihn jetzt hinsetze. Der ist 2 hoch, seht ihr? Wobei, der ist 2 hoch. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich gehe hier rüber. Ich setze den also hier am Rand. Ich will die ganze Straße für mich haben. Das heißt, ich setze ihn da am Rand und mauere den wirklich noch ein. Nehmen wir die goldene Mitte. Ja. 2 hoch. 2 hoch ist natürlich extrem. Wenn ich jetzt denke, ich stehe hier und. Ja, doch, das könnte funktionieren. Muss ich gucken. Muss ich gucken. Erstmal kurz abzählen. 1, 2, 3. Neunzehn, 20, 21. Um den Dreh. Richtig? Okay, eine 22er breite Straße haben wir. Das geht sich nicht aus. Das ist eine ungerade Zahl. Ich habe keine Mitte. Dann gehe ich da ein weiter raus. Dann habe ich eine ungerade Zahl. Mache ich hier einen hin. Weil es darf eigentlich auch nicht sein. Eigentlich muss die Mitte. Ich laufe ja mittig mehr rüber als am Rand. Oder? Ich muss mal gucken, wie ich das verhackstücke. Die nächste Frage, die ich mir stelle, ist, wie weit kann ich so einen Generator ziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Zehn. Dann ist hier die Mitte. Da nicht, da. So, hier hätte ich ganz gerne eine Lösung. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich möchte diese Fensterdinger beide nicht in Kombi, also in Reihe schalten.
mit dem Generator, sondern ich möchte den Generator eigentlich hier in der Mitte setzen. Das heißt, ich würde den Generator hier einbuddeln. Zwei, drei Blöcke tief. Oben irgendwas drauf. Wie gesagt, das ist jetzt nur die Mitte. Das Ding geht eigentlich noch breiter gleich. Also grundsätzlich bleibt die Straße ja so breit wie sie sowieso. Ne? Also ist ja so irgendwie. Ich labere heute irgendwie Müll, glaube ich, ne? Kann das sein? Ja. Das ist aber, wenn ich wieder denke und etwas nicht getestet habe, mich aber darauf freue, das zu bauen, dann ist es irgendwie schwierig. 22 habe ich gesagt, ne? 22, das heißt, ich brauche 44. Das heißt, Concrete. Dann halt so. Wo sind sie? Brauche ich die jetzt oder brauche ich die jetzt? Was ist das? Ach, da ist das untere Teil nicht drin, ne? Dann brauche ich die. Würde ich sagen. So, das hier in der Mitte, wir machen das einfach mal provisorisch kurz aus Woodframes. Da ist ja der eine Block, der nach oben geht. Das heißt, da laufen dann die Zombies oben drüber und hier läuft ja quasi relativ dicht auch der Draht lang. Hier ist dann die erste und da ist ja eine zweite. Das heißt, das geht bis hier raus und bis hier raus. Wenn ich jetzt hier hochlaufe, boah, das wird eng. Kinders, das wird eng. Ob ich das sehe? Das wird sehr eng. Okay, dass die. Wobei das hier gar nicht so schlecht ist, dann. Dann habe ich die Mitte zwar ungeschützt hier, aber hätte hier dann ein Fence-Post und hier ein Fence-Post. Dann brauche ich ja vier. Ich denke mal, dass man den so weit ziehen kann. Gibt ja so einen kleinen Trick. Bis hier. Gut, dann ist hier nichts, ne? Und dann muss ich gucken, dass ich, ja, kann ich ja da nicht, dass ich in der Mitte runtergehe. Ich wollte ja in der Mitte eigentlich noch ein. Ja, dann machen wir das anders. Dann machen wir noch zwei mehr. Dann gehen wir auf Nummer sicher. Dann sind die beiden hier auch noch ganz normale Blöcke, dass ich dann hier schon hochlaufe. Das heißt, das hier werden auch noch normale Blöcke werden. Ach du Scheiße. Und ich möchte es auch konkret haben, ja. Das. So, und von den Blöcken hier. Nee, das ist die Mitte. Genau. Fenster. Dann würde ich von den Blöcken hier irgendeinen nehmen und da eine Hedge draufsetzen. Wo ich dann den Generator quasi anbuddel. Und dann den Generator auch ein paar Block tief einbuddeln, weil die stehen ja direkt hier, die Dinger. Ja, doch. Zur Not mache ich einen unterirdischen Weg. Ja, doch. Ist okay. Finde ich gut. Ja, soviel zu meiner Planung. Jetzt wisst ihr, was ich bauen möchte und umsetzen werden wir es in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich für heute und sorry fürs dumme Labern, aber irgendwie, ihr merkt das. Ich bin hier gerade etwas in Planung. Am Plan und weiß jetzt noch nicht wirklich, ob ich das so umsetzen kann. Ich habe ja, sagen wir schon mal, Ideen gesehen, wie man das umsetzen kann, aber ich möchte gerne mein eigenes Ding ja machen. Irgendwo und wir gucken mal, wie es wird. Also, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüssi.